Servus, liebe Freunde. Ja, willkommen zurück zu Warcraft 3 und wir sind im Kapitel 4 der Untotenkampagne Schlüssel der drei Monde. Wir haben das erste Elfentor zerstört, die Elfen sind geflüchtet in Richtung dem zweiten und jetzt schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet, was uns auf uns zukommt. Zurück zu den Bäumen! Dieses Tor habt ihr erobert, Schlechter. Beim zweiten wird euch das nicht gelingen. Das innere Tor nach Silvermoon kann nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden. Und den werdet ihr nie bekommen. Das ist Zeitverschwendung, Vibe. Ihr könnt dem Unausweichlichen nicht entkommen. Glaubt ihr, ich fliehe vor euch? Offenbar habt ihr noch nie gegen Elfen gekämpft. Verdammtes Weib! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Da hat die Olle uns doch tatsächlich hier mal ganz dezent, die Brücke weggebollert. Ui! Gruftbestien, Gespinstfähigkeit, fliegende Einheiten aus der Luft geholt werden können. Ja, schicke Babys! Und Schaden machen sie auch ganz gut. Das ist ja schon mal richtig cool. So, und wir müssen uns aber irgendwie jetzt orientieren und müssen dann auch mal gucken, wie wir jetzt uns hier vorwärts entwickeln. So, ich musste nur gerade mal schnell was ausschalten. Wir haben also hier Akolyten, aber wir haben ja noch gar keine Goldmine. Das heißt, wir müssen erstmal hier schauen, wie oder wo es was hier überhaupt gibt. So, wir gucken mal. Also, wir haben hier drei Altare, die wir zerstören müssen. Okay, allerdings endlich müssen wir uns jetzt erstmal hier ein wenig öffnen. Frostmourne, das heißt, wir werden mal ein bisschen endlich erkunden, was hier so Frostmourne in der Gegend um uns rum auf uns wartet. Da geht's nach oben. So, was ist hier los? Ah ja. Endlose Pein wird euch erwarten. Das ist was willst du denn da? Also wieso greifen die mich denn an? Also das ist nicht nett, liebe Freunde. Ich glaube, da muss ich mal etwas dagegen tun. So, das sind ja zum Glück nur zwei, die gehen ja relativ schnell kaputt. Und wir sind noch soweit voll ausgestattet, haben also auch keinen Platz mehr im Inventar. Ah ja, das geht also direkt ins gegnerische Gebäude rein. Okay, dann ist der hier aktiv. Das heißt, hier ist wohl der Weg gar nicht so falsch. So, da kommen wir nicht rüber. Okay, das heißt, hier unten, da geht's auch nochmal runter. Da können wir mal mit den drei neuen Freunden schauen, was es da so gibt. Oh, da sind die ersten Reiter. Oh, 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 oh. Ah, und da ist eine Goldmine. Ja, das ist wunderbar. Das ist sehr gut. Und der braucht irgendwie ein bisschen ziemlich lange. Gut, das wird jetzt mal hier umgestellt. Wir werden mal den zurückholen. Und ich würde sagen, das übernimmt mal hier der erste Fleischwagen für uns. Wir werden uns jetzt hier mal um die Knaben hier unten kümmern. Mal gucken, da sollte ja irgendwo jetzt gerade, genau, da ist ja so ein Lord Arthas, eine Flugeinheit. Unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Wir müssen handeln, ehe wir zu Asche werden. Ja doch, keine die Angst. Können wir angreifen. Die Gruftbestien können sie zu Boden ziehen. Genau. Und genau so kriegen wir sie auch platt. Ne? Damit können wir die nämlich vom Himmel herunterholen. Und da haben wir eine Goldmine mit 14.500. Das ist schon mal richtig gut. Ja, dann sollen die sich da austoben. Ich guck mal, wie weit der hier ist. Okay, das sieht gut aus. Okay, da ist noch irgendwas. Da gehe ich aber, glaube ich, jetzt mal noch nicht so direkt hin. Ich werde mal zur Sicherheit hier den Jungen da hinstellen. Und ich würde sagen, ihr vier geht nochmal da nach links. Da war doch noch was. Ich will das, wie gesagt, nämlich nochmal gucken. Da war das Tor. Aber da sieht es so aus, da ist da irgend so ein Punkt. Mal gucken, was das für ein Pünktchen ist.
Endlich. Ah ne, der hat sich gerade aufgelöst. Das ist sehr nett. Das ist schön. So, hier oben ist die Brücke, das ist klar. Dann gehen wir doch wieder hier runter. Endlich. Okay, das sieht auch gut aus. Da werden die Gebäude mal so langsam zerstört. Das heißt, wir können den ersten Akolyten holen. Halt. Nein, keine Ziggurat. Ich möchte eine Nekropole beschwören. Ja, wo stellen wir die am besten hin? Ja, am besten wäre hier so irgendwo hier oben, wo die nicht so wirklich stört. Mein Schicksal ist besiegelt. Und dann werden wir nämlich nach da unten, möchte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ich weiß nicht, ob da rechts noch irgendjemand dann uns überraschen könnte. So, die Ghouls, die werden wir dann auch mal hier unten hinstellen. Und wir werden natürlich auch auf alle Fälle die Goldmine verhexen. Die ist ganz wichtig, damit wir hier ein bisschen Nachschub bekommen. So, die Nekropole wird gebaut. Das sieht gut aus. Und eigentlich haben wir im Moment nur 4 Kampfeinheiten. Das ist also nicht ganz so optimal. Sollten wir noch ein bisschen optimieren, verbessern. Da kommen wir nicht weiter. Das ist doof. Gut, schauen wir hier. Wie weit ist der? Das sieht gut aus. Da haben wir noch 2 Kameraden, die auch mitkämpfen können. Und ich würde sagen, dass wir den Skelettkriegern aus der Leiche werden wir mal für beide aktivieren. Da können wir vielleicht nämlich so den ein oder anderen, ja, freiwilligen Helfer sozusagen mit dazu holen. Und ja, am besten warten wir jetzt erst einmal ab. Da haben wir noch die bringen wir schon mal zur Goldmine. Euer Wille geschehe. Denn die müssen gleich erstmal hier für Nachschub sorgen. Wir haben nicht mehr viel Gold. Und die Ghouls, die wir haben, die müssen sich dann entsprechend darum kümmern, hier ein bisschen Holz zu organisieren. Ist ja genug Holz hier. Also das ist schon mal nicht das Problem. So. Wunderbar, die Nekropole wächst und entwickelt sich. So. Mal aus der Nähe angucken, wenn die jetzt da so sozusagen aus dem Nichts heraus entsteht. Wie so Spinnen sind das, so Spinnenbeine. Sieht ja schon geil aus, ne? So, und sobald die nämlich fertig ist, können die Ghouls hier schon mal mit dem Abholzen beginnen. Ja, was anliegt, heißt Motorsägen anschmeißen, bereit machen, gleich geht es los. Hier entsteht, jawohl, eine Nekropole. Und die ist jetzt gleich auch einsatzbereit. Ja, wunderbar. Und das Land wird so langsam verseucht. Sieht ja schon mal richtig gut aus. Wir machen uns hiermit an das Holz. Und ja, die Knaben werden erstmal hier fleißig Gold holen. Und jetzt brauchen wir noch 2 Akolyten. Ah ja, okay. Dann muss ich da einen doch nochmal kurz entfernen. Da würde ich sagen, bauen wir uns mal hier ein bisschen zigurierenderweise aus. Da eine da oben noch hin, dass wir da ein bisschen geschützt sind. Logisch, wir haben 29 Einheiten, aber nur Nahrung für 10. Das ist natürlich sehr schlicht. So, die Jungs sind hier fleißig am Holz einsammeln. Das läuft schon mal ganz gut. Kann ich die schon ausbauen? Jo, das geht sogar. Dann machen wir das gleich. Dann ist die auch geschützt. Stimmt, wir müssen ja dann eh noch ein paar Gebäude mehr errichten. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle einen Altar der Dunkelheit. Oh, da fehlt Gold. Ja gut, okay. Dann geh du mal Gold sammeln, mein Freund. Mal gucken, ob die 2 Ziggurats schon reichen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, wird eng, aber reicht. Den können wir noch nicht ausbauen. Dafür brauchen wir einen Friedhof. Okay. Der ist im Umbau. Das heißt, da brauchen wir dann auf alle Fälle einen zusätzlichen. So, ich hoffe, wir haben jetzt genug Gold, dass wir den Altar schon mal beschwören können. Oh, da ist... Ja, da hinten, das sieht gut aus. Obwohl, ich stelle das mal lieber hier in die Nähe. Ja, man weiß ja nie, was wie wo sich da tut. Man munkelt ja nur. So, dann sind wir hier soweit schon mal mit dabei. Okay, ist die Frage, wollen wir jetzt schon mal einen kleinen Ausritt wagen? Ja, ich gehe mal alleine vor. Wir gucken mal, was sich hier auftut. Das sieht bisher ja noch alles gut aus. Oh, was ist das? Sind das gegnerische oder sind das unsere? Endlich. Ah, Goblin Zeppelin. Fliegende Einheit über Flüsse zu transportieren. Sie können im Goblin Labor erstanden werden. Okay.
Unsere Streitkräfte werden und da kriegen wir Besuch. Wo kommen die denn jetzt her? Mal ganz schnell gucken. Wo gibt's Haue? Da drüben. Ei, was macht ihr denn da? Leute, das ist aber... Wo kommen die her? Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite auf alle Fälle auch noch ein bisschen aufrüsten. Ja, da sind die uns mal ganz dezent in den Rücken gefallen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, wenigstens klappt das mit den Skeletten ganz gut. So. Gut, der schießt schon mal, das ist gut. Da ist er gerade rechtzeitig fertig geworden. Und ja, ich würde sagen, wir schicken mal die Skelette einfach los und erkunden jetzt mal, wo die hergekommen sind. Die müssen ja, ja, von wo sind die denn gekommen? Das ist jetzt schwer zu sagen. Gut, also müssen wir uns hier ein bisschen verstärken. Dann werden wir hier mal eine Ziggurat bauen. Müssen wir sowieso noch ein paar erstellen. Aber das Problem ist halt so, da haben wir noch die Skelette. Was machen wir mit denen? Da kommen wir nicht weiter. Ja, wie kommen wir denn überhaupt weiter jetzt? Da kommen wir auch nicht durch. Also müssten wir im Prinzip nach da oben. Dann schicken wir die mal da. Ja, gut, hat sich gerade erledigt. Ja, ich habe ja vergessen. Wir haben hier nur eine begrenzte Lebenszeit. Aber wir schicken die trotzdem nochmal nach da oben oder da hinten. Erstmal da oben. Irgendwo müssen die ja hergekommen sein. Also jedenfalls werde ich hier unheimlich viele Türme bauen müssen. Ich sehe das schon kommen. So, mal gucken, ob die da oben irgendwas entdecken. Wo man da weitergehen kann oder nicht. Ja, da oben könnte vielleicht sich was tun. Da müssen wir mit den Ghouls mal rangehen. Was ihr aber machen könntet, ihr könntet hier mal schnell die Kisten zerstören. Mal schauen, ob da noch irgendwas drin ist. Nö, ihr seid gerade selber zerfallen. Nun, gut. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen einen Friedhof. Ein Friedhof. Dort kann ich nicht beschwören. Dann beschwör ein Stückchen weiter unten, mein Freund. Die restlosen Toten warten. Ja, das ist jetzt gar nicht gut. Aber wir könnten mal eins machen. Wir haben doch hier diese Zeppeline. Genau, und mit diesen Zeppelinen können wir doch auf die andere Seite. Goblin-Labor unbesiegbar. Wieso habe ich das noch nicht? Niemand erteilt mir Befehle. Doch, du reitest mal bitte darüber. Ah, jetzt, ja. Ich stand ja ein wenig auf dem Schlauch. Jetzt verstehe ich das. Wir gehen mal hier rüber mit den Jungs. Und, werden dann dementsprechend die Leute sozusagen per Goblin-Zeppelin hier über diesen Fluss drüber bringen. Das heißt, wir müssen da erstmal eine kleine Armee aufbauen sozusagen, um dann dort ein bisschen das Ganze zu verstärken. So, wie sieht's mit dem Friedhof aus? Ah, der ist in Arbeit. Gut. Mein Leben für Ner'zhul. Werden wir hier gleich gucken. Die Ziggurat ist ja fertig. Dann bauen wir hier gleich nochmal eine auf. Meister. Dass wir da auch noch ein bisschen verbessern können. So, da können wir soweit noch nichts aufrüsten. Wenn der Friedhof jetzt fertig ist, können wir aber unsere Ziggurats schon mal zu Geistertürmen weiterentwickeln. Gold kommt jetzt schon mal gut rein. Oh, was sind das für eine? Wie süß, eine Waldspinne. Stufe 1. Da knabbert die hier an meinem, ne? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Die Beschwörung. So, und hier, da kann ich jetzt die kaufen. Randaliergoblin sichtbar machen. Okay. Ja, das ist also sozusagen ein Shop, mit dem ich kaufen, also einkaufen kann. Aber jetzt werden wir erstmal hier die kleine Waldspinne ein bisschen vernichten. Die ist ja putzig, die kleine. So, Friedhof fertig. Ah, wunderbar, wunderbar. Wir können hier schon mal ein bisschen alles verstärken. Und da kriegen wir Besuch. Die Störung ist abgeschlossen. Oh, hol den mal runter, den Jungen, und den auch gleich, dass der gar nicht viel mehr machen kann. Ist ja nicht nett von dir, dass du da angreifst, aber Lufteinheiten sind schon mal ganz cool. So, und hier müssen wir jetzt entsprechend ein bisschen erforschen. So, du gehst mal aufs automatische Reparieren. So, und wo kam jetzt diese Waldspinne her? Haben wir die irgendwo noch übersehen? Frostmourne hat Hunger. Jetzt Frostmourne. Oh, was haben wir da? Eine Mana-Rolle. Na, die brauchen wir nicht. Endlich. Haben wir doch nicht alles ausgekundschaftet? Frostmourne hat Hunger. Aber hier waren wir doch überall. Also da ist nichts Neues. Da kommen wir auch nicht weiter. So, und hier hinten, da kommen wir aber weiter. Und da müssen wir wohl hin. Ah, deswegen die Zeppeline.
Gut, das ist jetzt soweit schon mal klar. Werden wir mal auf den Punkt uns dann gleich sozusagen weiterschieben. Aber das werden wir in dieser Folge leider nicht mehr hinkriegen. Was wir aber auf alle Fälle machen, ist hier die Gruftbestien schon mal verstärken, dass die ein bisschen mehr Leistung kriegen. Genau, dann kriegen sie eine bessere Rüstung. Und wir müssen auf alle Fälle noch ein paar Gebäude bauen. So, jetzt können wir aber hier erstmal die Ziggurats alle zu Geistertürmen verbessern. Waren das alle? Oder noch nicht? Ne, da ist noch einer. So, das sieht gut aus. Und nachdem wir ja von da oben dauernd Besuch kriegen, würde ich sagen, stellen wir dann ja hier oben nochmal zwei Ziggurats hin. So, und da auch nochmal eine hin, direkt nebendran. Wir können da nämlich schon mal ein bisschen aktiv werden. Und das kannst du gleich mal reparieren, unser Haupthäuschen. Damit sind wir für die Folge wunderbar durchgekommen. Ausbau abgeschlossen, genau. Die Ziggurats werden jetzt alle zu Geistertürmen. Damit sind wir auch schon mal etwas besser geschützt. Und wir brauchen dann gleich unsere Zeppeline, um entsprechend mit unseren Einheiten dann vorwärts zu kommen. Deswegen werde ich die erstmal hier unten so ein bisschen in Sicherheit bringen. Hab nämlich keine Lust, dass sie da irgendwie Probleme kriegen. So, und wir haben auch hier wieder die nächste Stufe, die im Entwickeln, also auch Mörder machen jetzt auch mehr Schaden. Und das müssen wir natürlich jetzt alles noch weiter ausbauen. Und zusätzlich gucken, wie sieht's mit den nächsten Gebäuden aus. Tempel der Verdammten, Zaubererproduktionsgebäude, Monstrositäten, Fleischwagen und die Ausbaustufe Seuchenwolke. Das klingt auch ganz nett. Bauen wir doch mal gleich ein Schlachthäuschen. Ja, hier unten wird ja abgeholzt, da haben wir genug Möglichkeiten. Bereiten die Gebäude sozusagen jetzt alle schon mal vor. Den Tempel der Verdammten brauchen wir auch noch. Den können wir da hinstellen. Genau, ihr zwei geht entsprechend mal da hoch. So, wunderbar. Werden die beiden Gebäude nämlich auch beschworen. So, hier kriegen wir ein paar Skelette. Das ist ja wunderbar. Ist die Frage, kriegen wir die hier rein? Wird mich ja mal reizen, einfach mal mit dem Jungen darüber zu fliegen und die drüben sozusagen als Kundschafter abzulassen. Ha, also so eine Flugeinheit ist schon was Schickes. So, da lassen wir sie runter. Was? Das Ziel konnte nicht beladen werden? Ah, also Skelette gehen nicht. Okay, das war schon mal wieder eine Erfahrung mehr. Ja, aber jetzt sind wir durch für heute. Forschung abgeschlossen, das klingt gut. Da werden wir gleich die nächste noch starten. Und jetzt speichern wir aber erstmal ab, denn wir sind durch für heute. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.